Hallo ihr Surfer, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed hier auf dem Kanal Spieleflut mit mir, dem Amano und... Mit mir, der Nashira. Und... Mit, Altair. Altair. Ich muss gerade wirklich überlegen. Bam. Punktlandung. 10 Punkte. Juhu. Ja, wir haben ein Sarazen Lager vor uns. Mittendrin. Das klingt nach Spaß. Das klingt zumindest nach einer Menge... Action gleich. Und hoffentlich eine Menge tote Sarazenen. Auch bestimmt. Und wenn wir irgendwann mal flüchten müssen oder uns tarnen müssen, dann stehen wir einfach still und strecken die Arme aus und sagen, wir sind eine Übungspuppe. Meinst du? Ja, das hilft bestimmt. Wenn wir uns auch einfach neben andere Leute auf einer Bank setzen können, dann ja, können wir auch einfach Übungspuppe spielen. Das kann in der Tat sein, ja. Fertig. Also ich kann natürlich jetzt theoretisch die hier alle in Ruhe lassen. Aber wo wäre der Spaß? Genau davon rede ich. Und außerdem, wer weiß. Ich meine, es scheint ja so zu sein, dass sowohl Sarazenen als auch Templer hier unsere Gegner sind. Also beides. Ja. Und dann würde es ja vielleicht Sinn machen, beides zu entsorgen. Ja. Damit sie uns nicht in den Rücken fallen. Denn wir sind ja für in den Rücken fallen zuständig. Ich wollte gerade sagen, so wie wir ungefähr. Ah, von vorne. Das will er nicht. Und da ruft er seine Kollegas. Ich und Pieks. So, Wichskopf. Ich bin ja einfach. Ja, ich versuche. Ich glaube, ich habe es jetzt einfach ein bisschen besser raus. Nice. Das will jetzt nicht heißen, dass ich gut bin. Aber ich glaube, wie gesagt, ich habe es einfach ein bisschen besser raus. Und gegen die Probleme mit der Steuerung, die da sind, kannst du ja leider... Gegen die Kamera kann ich nach wie vor nichts machen. Ja, Kameraführung meinte ich, Entschuldigung. Da bist du komplett unschuldig. Oh, das arme Pferdchen ist ganz aufgeregt. Oh, armes Dingelchen. So, auf dem Turm war ich ja gerade. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Gute Frage. Ich suche mal mit, ja? Ja, genau. Ach, jetzt haben sie mich. Jetzt war ich zu nah dran, würde ich sagen. Was sind denn schon so? Na? Oh, das ist das ganze Lager. Eieiei. Da würde ich vielleicht mal rennen. Das ganze Lager hatte ich jetzt so nicht vor. Nee. Du bist mutig, du kämpfst dich voran. Ja, das auch noch ohne Konterangriff. Mit Konter würde das sogar gehen. Mit dem mächtigen Konterangriff. Von dem hast du aber den habe ich noch nicht. Gut, aber gerade läuft das ja auch ziemlich flüssig eigentlich. Weil dich wirklich nur einer nach dem anderen angreift. Also so ein bisschen so wie in Filmen halt, ne? Stimmt, ja. In Filmen ist das auch immer so, das ist richtig. Auch total realistisch, aber da drücken wir jetzt mal ein Auge zu. Was? Wie jetzt? Das war wohl zu viel für euch. Jetzt hast du ihn Angst gemacht. Ja, scheinbar schon. Sehr gut. Wo rennt er denn, der andere? Glaubt er ist schon. Da? Über alle sieben Zelte. Da rennt er, da hinten. Verdammt. Der. Es ist ein anderer jetzt. Ja, ja, genau. Der andere rennt da hinten im Hintergrund. War halt gerade noch, glaube ich. So, er hat noch nicht, er will noch mal. Momentan muss ich sagen, ja. Kann man das schon machen? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier so der Sarazen wäre und sehen würde, wie sich hier so ein Monster durch meine Kollegen fräst,
ohne jetzt irgendwie, ja, wenn ich halt sehe, wie meine ganzen Freunde chancenlos abgeschlachtet werden, ich würde auch rennen. Also. Kameraden, Schwein! Nein, das würde ich ganz genauso machen. Das definitiv. Ist meiner Meinung nach gesunder Überlebenssinn. Instinkt. Überlebensinstinkt, genau. Ich meine, es ist ja schön und gut, bei seinen Brüdern zu sein und an ihrer Seite zu kämpfen, aber ich meine, an ihrer Seite zu sterben. An ihrer Seite zu kämpfen ist sinnvoll. An ihrer Seite zu sterben, das ist nicht so, ne? Ist nicht sinnvoll. Ja. Das muss wirklich nicht sein. In der Tat, das war jetzt ein bisschen. Das sah jetzt sehr übermächtig aus von unserem Alter hier. Mhm. Aber sind wir doch ganz ehrlich? Wir stehen aber auch doch drauf, wenn das so übermächtig ist, oder? Ja, schon so ein bisschen. Ja, also. Du vielleicht nicht so, du bist eine Frau. Nein, das meine ich schon ernst, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr Frauen vielleicht mehr eine Herausforderung wollt. Ich kann dir als Mann sagen, dieses Spiel, so wie jedes Computerspiel eigentlich, richtet sich ja hauptsächlich an ein junges Publikum. Mhm. Sagen wir mal zwischen 15 bis 25, um einfach irgendwie 10 Jahre zu nennen, ja? Mhm. Und gerade wenn du dann ein Jugendlicher bist, in diesem Alter, dann stehst du schon extrem auf diese Übermacht. Das macht dich einfach, das findest du einfach toll. Ich hätte es beinahe gesagt, das macht dich an. Das hätte ein bisschen komisch geklungen, das ist nicht direkt das, was ich meine. Aber man findet es einfach toll, so unglaublich übermächtig zu sein. Ja, ich meine, ich kenne das ja von mir, von manchen Computerspielen auch, definitiv. Aber ich finde es halt andererseits auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich dann auch immer das Gefühl, ich habe mir die ganzen Siege nicht wirklich verdient. Irgendwie fühlt sich das dann doof an. Und es ist halt auch irgendwie blöd, wenn mein größter Feind quasi die Kameraführung und die Steuerung des Spiels ist. Und ja, das verstehe ich. Gegner an sich, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Deswegen. Ja, es ist schon irgendwie cool, so übermächtig, was heißt übermächtig zu sein, aber ja, so gut voranzukommen und zu sehen, dass man eben so mächtig ist, das ist schon cool, aber irgendwie, also ich kann beide Seiten verstehen. Übermächtig fand ich jetzt schon in Ordnung, das so zu nennen, wenn ich ehrlich bin, weil, gerade gucken, wo ich hin will. Übermächtig fand ich schon in Ordnung, weil du musst halt überlegen, ich bin jetzt immer noch der Nachwuchsalter ihr. Also ich habe bei weitem nicht meine ganzen Fertigkeiten zur Verfügung, bei weitem nicht. Ja. Und auch nicht meine ganzen Waffen. Und trotzdem, dieses Sarazenlager, was ich gerade auseinandergenommen habe, das war jetzt ohne Not. Ja, auf jeden Fall. Sozusagen. Du hast ja kaum Schaden genommen eigentlich. Ja. Klar, am Anfang, als sie alle erstmal auf dich zugerannt sind, da ja. Aber dann, als der Kampf im Gange war, eigentlich kaum mehr. Genau. Und deswegen kann mir das, finde ich, mit Übermacht schon stehen lassen. Das klingt jetzt nicht irgendwie zu protzig. Ja. Das seid ihr wieder. Moment, wo muss ich denn hin? Da. Wo ist denn dieser andere Weg? Ach, kann ich da hoch? Ah, okay. Nein. Da hätte ich, oder kann ich halt irgendwann später auch. Gut. Irgendwann dann mal. Dann können wir diesen Marker auch wieder wegnehmen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als tatsächlich mal die Quest zu verfolgen und nach Damaskus zu gehen. Oder zu reiten, wenn wir schon die Bequemlichkeit haben. Genau, und was machen wir jetzt auch? Und jetzt war wirklich im Galopp. Hü, Pferdchen, hü. Oh, Vorsicht! Ei, ei, ei. Ja, ich bin doch rechtzeitig abgesprungen. Ja, ich weiß, you could have been hurt, but you're not. Richtig. Na! Na? Aufstehen. Aufsatteln. Aufgesessen. Babadam, 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 bam, bam, bam. Ja. Was war das nochmal? Bonanza. Genau. Ich habe Bonanza nie geguckt. Aber du kennst die Titelmelodie. Ja. Was? Warum? Da sind wieder Sarazen. Wie? Ne. Doch? Ne. Ich hab's doch gerade gesehen. Ich hab's doch gerade gesehen, da. Diese Wichsköppe. Da ist schon wieder Respawn. Ich mag das Wort übrigens total. Ich habe mir das voll von dir übernommen. Die trauen sich ja was. Also die Animationen sind schon sowas von brutal. Ja, das stimmt. Ach, ich hab kein Schwert in der Hand. Das ist natürlich doof.
dann kriege ich in der Tat auch mal Schaden. Also ein Schwert mit dem Körper abzuwehren ist vielleicht nicht so das Beste, was man machen kann. Ah, das ist mutig, ist das. Das ist mutig, das ist Kampfwille, das begrüße ich auch. Aber du kannst es auch dumm nennen. Vielleicht jetzt langfristig, nachhaltig gesehen, nicht so das Effizienteste. Ja, nee, wie gesagt, man kann es auch dumm nennen. Hier waren doch zwei andere. Die sind weggerannt. Nee. Vor Angst. Vor Angst? Nee, das sind sie nicht, aber die patrouillieren hier irgendwo. Die Frage ist, ob ich sie einfach sein lassen kann. Und ja, doch, komm hier, aufsatteln. Yo. Nee, yo. Hast du gerade yo gesagt? Nein. Nein? Nein. So, ich dachte, du bist gerade wieder in deinen Hip-Hop-Slang verfallen. Yeah, yeah. Ja, genau, den meine ich. Nein. Nein? Nein. Hab ich da verhört? Ja. Bist du jetzt sehr einsilbig geworden? Nein. Das ist gut. Ich bin straight out of Compton. Ja. Und spring. Oh, braves Pferdchen. So, Damaskus. Ein schönes kleines Pferdi. Oioioi. So. Und das, was wir jetzt gerade hatten, so diese, soll ich sagen, in Anführungszeichen Freiheit, so in Anführungszeichen, was aber eigentlich nur eine Verbindung ist zwischen den einzelnen Städten, das ist tatsächlich genau das, weil das Spiel an sich und die Geschichte, die spielt sich hier in den Städten ab. Das, was wir gerade hatten, das siehst du hier, zum Königreich, das hier ist Damaskus. Ja. Mhm. Und hier spielt sich wirklich dann die Geschichte ab. Das andere ist halt freie Welt. Kann man da sehen, wenn ich hier drauf sitze und mich nicht bewege, dann geht er irgendwann in so eine ganz entspannte Beat-Position. War das gerade? Da so. Ja, Beat nicht, aber so ganz relaxed. Mhm. Ey, cool. Die Animationen sind so gut. Das stimmt. Ich betone nochmal, das ist ein 9 Jahre altes Spiel. Stimmt, ja. Es hat auch keine, man sieht es auch daran zum Beispiel, dass keine Fußabdrücke da sind, ja. Aber das Pferd ist so toll. Guck mal hier, Damaskus. Alter. Ich weiß doch, als ich das damals 2007 das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, sieht das gut aus. Ja, das glaube ich dir sofort. Und die ganze Stadt ist für uns, ja. Wir können die ganze Stadt erkunden. Da, das, was du alles siehst, da können wir frei rumlaufen gleich. Unser ganz großer Spielplatz. Ja, da können wir wirklich frei rumlaufen. Ach, wie cool ist das denn? Die Oase, süß. Ja! Alter, das sieht schon echt gut aus. Kann man nicht anders sagen, das sieht wirklich gut aus. Hallo. Auf Wiedersehen. Ja, ich hatte vergessen, dass ich nicht meine versteckte Klinge habe. Ach, hör doch auf zu jammern. Die Schnauze. Da, er jammert immer noch, obwohl er tot ist. Ja, und der andere ist halt dann tatsächlich runtergeschubst worden. Auch das funktioniert. Ist durchaus eine wirkungsvolle Taktik, die man sich durchaus... ich wurde angestupst? Nein, ich wollte nur dein Kabel retten. Ach so. Alles gut. Die man sich durchaus merken kann, wollte ich sagen. Jemand von Stadtmauern schmeißen uns. Oder von Klippen. Oder von Klippen, ja. Ich kann die Leute ja auch greifen und dann schubsen. Stimmt. Nur habe ich das jetzt halt nicht, weil... Oh, rettet den. Machen wir. Du sollst vom Pferd runter. We can do whatever we wish. Nee, nicht wenn der alte Ihr da ist. Press F to try and save a citizen. Was? Wieso? Achso, na gut, okay. Eigentlich, jetzt hast du sie zumindest abgelassen von den Armen. Ja. Citizen. Eigentlich wollte ich das ja mit der versteckten Klinge machen. Ach, versteckte Klinge, versteckte Klinge. Los, Kombo. Stirb, bam. So wird das gemacht. Hallo, hier bin ich. Hi. Da winkt er. Hallo, Freund. Genau, jetzt ja. You've done me a kindness, young man. Ja. Be assured, I won't forget it. Das ist lieb von dir. So, jetzt haben wir die Scholars freigeschaltet. Mir fehlt gerade das deutsche Gelehrten? Wort. Gelehrten? Gelehrte ist sehr schön. Oh. Wir können jetzt mit denen hier in die Stadt. Ach, cool. Zack. Du musst doch nur Space gedrückt halten.
Mehr nicht. Also das Ganze, wo wir sich hinbewegen und so weiter, passiert jetzt automatisch, weil wir eben mit den Gelehrten laufen. Ja, und das kennt man ja, hat man ja im Intro gesehen. Überhaupt, guck mal, unser Pferdchen kommt angaloppiert. Oh, das ist süß. Hat man ja im Intro gesehen. Überhaupt, hier im Intro hat man ganz viele Fertigkeiten gesehen. Hast du gesehen, diese leichten Schulterschubser, hier das Verstecken, das Anspringen und so weiter. Und hier kommen wir mitten durch die Stadtwache durch. Ja, wie cool. Schlüpf, mal eben. Und das muss ich ja sagen, ist wirklich nach wie vor das Tolle an Assassin's Creed, zumindest an diesem Spiel, dass man halt wirklich so ein kleiner Assassine ist, ja? Ja. Dass es eben nicht so ein Rambo ist. Ja, ich meine, gut, wenn man euch an das Sarazenlager gerade erinnert, das hat dann schon was von Rambo. Ja, aber das ist eben eher die Ausnahme und nicht die Regel. Genau. Ja, es wird halt seinem Namen echt, echt gerecht. So, reicht jetzt. Da sind wir. Und es wird weiter gebetet. Ja, ich wollte einmal ganz kurz da hinten den Bürger retten, aber... Kannst du dich da jetzt nicht normal durch die Stadt bewegen? Geht das nicht? Wieso habe ich die jetzt... Ja, I watch where I go. So, übrigens für dich nochmal, willkommen in Damaskus. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin so ein bisschen gerade... am Schwärmen, wenn ich ehrlich bin. Wir gucken uns das nachher mal an. Ja, jetzt erstmal den Bürger. Genau. Nee, das scheint nicht zu funktionieren mit einer versteckten Klinge. Ja. Weil das einfach nicht genau. Weil ist einfach so. Er hat noch nicht, er will noch mal. Na. Was möchtest du? Nimm keine von vorne. Und der nächste und der letzte noch. Und dann ist Schicht im Schacht. Ruhe, du lockst andere Wachen an. Wer jammert? Die Leiche. Okay. I only wish my sons were half as brave as you. I'll see to it that they hear this tale and know what it is to be a true hero. Oh, du bist so süß. Ich mag dich. Komm, Küsschen. Nein? Okay. 1 von 12 gerettet im Armendistrikt von Damaskus. Yay. So. Wir verschwinden mal eben dahin, wo wir hingehören. Auf die Dächer? Ja. Oh, um einen schönen Ausblick zu kriegen? Nein, um einfach mal uns zu verstecken. So, oder was heißt zu verstecken, um in Sicherheit zu gehen. So, aber jetzt können wir nochmal Damaskus angucken, damit du ein bisschen schwärmen kannst. Ja, würde ich jederzeit hinziehen. Ich sagte ja gestern schon offline zu dir, man darf ja nicht vergessen, zu dieser Zeit ist Damaskus, beziehungsweise hier der Nahe Osten, ja die multikulturelle Schmiede, kulturelle Wiege. Gute Nacht. Der Welt. Ja, ne? Das stimmt. Wir Germanen haben zu dieser Zeit auch in den Wald geschissen und uns mit Blättern den Arsch abgewischt. Ja, das stimmt. Das stimmt sogar, die wenigen Germanen, die es noch gab. Die ganze Kloppereien und so, dunkles Mittelalter und bla. Spring. Schön. Oh. Ich dachte, du kannst ihm schön auf den Kopf springen. So, schön zwischen die Gelehrten stellen. Ja, das geht gerade noch nicht. Hat er mich? Hat er mich? Nee, der hat mich noch nicht, ne? Nee, die beten nicht für die Toten, aber ich wollte auch nur ein bisschen... Ach, jetzt bin ich wieder mit drin. Das wollte ich eigentlich gar nicht. gut, ist mir egal. Hast du sie mit dem Strom treiben lassen? Nee, ich wollte eigentlich nur hier die Sarazen beseitigen, dass sie mir nachher nicht in die Quere kommen. Ja, klingt gut. Wobei, wenn er respawn ist, dann... Ja, bei den Stadtwachen weiß ich jetzt gar nicht, wie es mit dem Respawn aussieht. Eins. Wir werden es herausfinden. Zwei, drei.
Mein Gott, ich möchte auch gerne wirklich. Ich würde alles dafür geben, mich so behende bewegen zu können wie Altair. Ja. Oh ja. Unglaublich ist das, oder? Definitiv. 1 von 100 in Damaskus. Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Aussichtspunkt. Den sollte ich erstmal freischalten. Mal gucken. Ich weiß, von der Zeit her sind wir eigentlich drüber. Aber ich würde jetzt ganz gerne den Aussichtspunkt noch eben freischalten. Ja, das klingt doch gut. Und dann... Was? Also ich würde gerne den Aussichtspunkt noch kurz freischalten. Und dann rausgehen. Ups. Und... Nicht schlecht, Alter. Ich bin beeindruckt. Ja, kommt schon was. Ja. Da sitzt er und hat uns den Platz warm gehalten. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Oh, guck mal. Oi, 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 das sieht großartig aus. Fantastisch sieht ja, das aus. Ja, schon, schon, oder? Das sieht wirklich fantastisch aus. So, und weil sie so begeistert ist, ist jetzt hier auch dann einmal Schluss mit der Folge. Du darfst deswegen abmoderieren. Wir werden uns jetzt noch kurz die Landschaft angucken und einfach ein bisschen schwärmen und sind dann in der nächsten Folge wieder dabei, wenn wir noch ein paar Sarazen aus Maul geben, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, sagt euer Amano. Und eure Nashira. Bis Dankeschön. Dahin. Dankeschön. Tschüss.